Ich bin Robert aus Mainz. Ich bin FCK-Fan seit 1992 und ihr hört Bätzegebabbel, der FCK-Podcast. Herzlich willkommen zu unserer Folge 32. Mein Name ist Paul und ich bin natürlich wie immer nicht alleine hier, sondern ich begrüße mein Team oder ein Team, das Team von Bätzegebabbel, das ihr auch kennt. Allerdings in heute etwas verkleinerter Formation. Warum das so ist, erkläre ich euch gleich. Zunächst einmal möchte ich meine Gäste begrüßen. Also meine Gäste, unsere Gäste, eure Gäste, wie auch immer. Zunächst wäre da der Tobi. Hallo Tobi. Hallo Paul. Dann wäre da der Patrick. Hallo Patrick. Grüß dich, Paul. Und dann haben wir da natürlich noch den Flo. Hallo, Flo. Hallo. Normalerweise wäre in dieser Runde ja jetzt noch der Daniel dabei, aber wie schon gesagt, wir sind heute in etwas verkleinerter Besetzung. Der Daniel ist nämlich in Vietnam mit Fritz Fuchs unterwegs und die scouten dort nach Neuzugängen für unseren Verein. Ihr wisst alle, es ist nicht ganz so leicht in dieser Zeit. Aber wie ich gehört habe, er hat heute Nacht aus dem Regenwald zwei WhatsApp geschrieben. Sie haben tatsächlich ein paar vielversprechende Talente. Ich weiß nicht, habt ihr Neues von den beiden gehört? Ich glaube, einen 17-Jährigen aus Indonesien. Aber ich weiß nicht, ob der Fußball spielen kann. Keine Ahnung. Aber ja. Sonst, immerhin. Sonst. Also ich habe nur von Daniel noch gehört, dass es mit Fritz Fuchs ein bisschen schwierig ist im Zelt, weil Fritz gern schnarcht nachts. Aber ich weiß nicht, hoffentlich kriegen die da halt irgendwas Gescheites hin. Ja, aber es ist schwierig. Wir sind in schwierigen Zeiten angekommen. Das Scouting verlagert sich immer weiter in die Randgebiete dieser Welt. Früher haben wir noch Weltmeister aus dem Nachbarland verpflichtet und jetzt fliegen wir nach Indonesien und versuchen irgendwelche jungen Strandburschen aus Fernost zu verpflichten. Ja, weil für Marketingreise nach Vietnam ist es doch echt nicht schlecht. Also es ist halt die andere Seite. Also ich habe jetzt heute gelesen irgendwo, dass angeblich Manchester United gegen Borussia Dortmund in Japan oder China oder irgendwie sowas testet. Siehst du? Ja, gegen wen testen wir? Wann kommt der lang ersehnte Test der 1. FC Kaiserslautern gegen die Sandhausen in Vietnam? Genau. Ja. Live auf Sport 1. Keine Ahnung, oder gegen die vietnamesische Frauennationalmannschaft oder keine Ahnung, weiß nicht. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe gehört, dass die ja zu den vielversprechenden Frauenmannschaften der kommenden Jahrzehnte gehören. Also vielleicht wäre das ja ein aufschlussreicher Test. Aber egal, sollen wir vielleicht mal gucken, weil wir haben uns ja nicht umsonst hier zusammengefunden. Vor etwas längerer Zeit ist eine Saison zu Ende gegangen und für uns alle ist sie, ich weiß nicht, ihr könnt mir widersprechen oder zustimmen, zum Glück zu Ende gegangen. Wie seht ihr das? Ja, natürlich widerspreche ich dir dann nicht. Sie hätte können nicht früher zu Ende gehen. Ah. Sag mal so, besser als zwei Tage in St. Pauli hätte sie nicht zu Ende gehen können. Ja. Aber das war schon das einzige Highlight. Das Beste kommt doch immer zum Schluss. Ja, aber also das Spiel war ja wieder... Flo, das Spiel war egal. Von dem her wird es ausgeklammert heute. Aber es hätte auch zu Ende in Sandhausen gehen können oder so. Hallo, hallo, hallo. Ich habe gerade St. Pauli gehört, das ist mein Stichwort. Ah, wo hallo? Wo bin ich denn hier gelandet? Ach, Bätzegebabbel, ja, Wahnsinn. Ah, hatten wir die Tür offen gelassen? Ach so, ja, hallo. Die war so ein Spalt offen, da dachte ich gehe mal rein, ne? Ah, komm mal ins Licht, ich sehe dich im Dunkeln. Ah, Matthias, ja, hallo. Ach, Matthias, du warst schon mit uns in St. Pauli. Ja, das ist ja der Hammer. Ach, die werden so klein. Ach, im Unterhaus ist das Licht einfach immer noch ein bisschen schwach, deshalb muss man zweimal hinkommen. Ja, hallo. Matthias, wie geht's? Was machst du hier? Ja, sehr gut. Nachdem ich mich jetzt von dem Wochenende auf St. Pauli wieder langsam erholt habe, alles okay soweit. Und ja, von der Saison natürlich, die war sehr kräftezehrend. Ja, das ist sehr gut. Matthias, du warst schon ein paar Mal, glaube ich, bei uns, aber vielleicht sollten wir es nochmal ganz kurz wiederholen. Bei uns zu Gast ist jetzt der Matthias, auf Twitter bekannt als der Chief mit EE. Ist das eigentlich richtig ausgesprochen oder sagt man der Chef? Das kannst du machen, wie du möchtest. Okay, ich bleib bei der Chief. Ja. Tobi hatte mal diesen geilen Reim. Was reimt sich auf Beef, der Chief?
Das war echt. Den kann ich mir gar nicht. Was der sich alles merken kann. Ich hab hier so einen Almanach. Nein, so. Willkommen, Matthias, nimm Platz, hol dir ein stilles Wasser. Ach, danke, danke. Und vielleicht gleich mal an dich die Frage, wie bewertest du denn so insgesamt das Abschneiden des FCKs in dieser Saison? Ja, ich glaube, der Tabellenplatz sagt ja schon vieles aus, also Mittelmaß, ne? Also gut, man könnte natürlich auch sagen, zweitschlechteste Saison der Vereinsgeschichte, eher schlechter als Mittelmaß, also vielleicht auch das, aber ja, also viel Positives fällt einem da nicht ein, außer vielleicht, dass man jetzt mit neuer Führungscrew in die Zukunft blicken kann und tatsächlich die Hoffnung hat, dass es jetzt wieder vielleicht aufwärts gehen könnte, aber mal schauen. Frage mal an die anderen, wie habt ihr so die Saison erlebt und bewertet? Ja, okay, cool, danke. Dann machen wir weiter. Ja, ne, also viele Wechsel in den Führungspositionen, jetzt gegipfelt mit dem Trainer rausschmiss. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, wie gesagt, einfach abhaken und nach vorne gucken, das wäre eigentlich das Beste. Weil da waren schon viele Tiefpunkte dabei und sehr, sehr wenig Höhepunkte, vor allem auf dem Platz. Und ja, mehr kann man dazu eigentlich, würde ich jetzt auch ungern mehr dazu sagen, weil mir fällt dann auch nicht mehr ein. Ja, ich glaube, dass die Saison halt, also wir können jetzt natürlich nochmal Spieltag für Spieltag durchgehen, aber ich glaube, das bringt sehr wenig. Ich glaube, wir sind uns einig, der erste Fehler, aber das haben wir auch schon hier oft besprochen, war einfach mit Kostas Runjalic in diese Saison zu gehen, weil einfach, ja, diese letzte Saison, der Ausgang hat einfach ziemlich viel kaputt gemacht. Runjalic, das ist ja jetzt meiner Meinung nach auch ein offenes Geheimnis, also das heißt meiner Meinung nach, es ist ja auch einfach so, war auch intern nicht unumstritten. Und ich denke, das war halt eben der erste Fehler, den man gemacht hat, weil es war klar, bei der kleinsten Kleinigkeit, die jetzt passiert wird im Umfeld, eben der Geduldsfaden reißen. Und genau das ist damals gegen Paderborn passiert. Und was das dann natürlich alles losgetreten hat, bis hin zu komplette Führungsriege weg, Aufsichtsrat, Chef weg, neue ja, Machtverhältnisse oder neue Mehrheiten, das, glaube ich, war alles damals noch gar nicht abzusehen. Und insofern, ich weiß nicht, sportlich vielleicht noch nicht mal so, aber im Vereinsumfeld gab es, glaube ich, noch nie so ein krasses Übergangsjahr wie jetzt, also wo es zumindest so hart abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich ist eigentlich der Fehler sogar noch vor dem Saisonstart mit Runjalic entstanden, dadurch, dass man die letzte Saison überhaupt gar nicht aufgearbeitet hat. Wir haben das am Anfang der Saison immer schön thematisiert, dass wir gesagt haben, die letzte Saison wurde wegapplaudiert. Und dann wurde noch mit dem Trainer in die Saison gestartet und das war für mich eigentlich ja der größte Fauxpas. Und dass dann die Saison im Endeffekt genauso gelaufen ist, also ja, mein Fanherz hat es so nicht erwartet, aber der gesunde Menschenverstand, ja, der hätte das wohl vor der Saison auch so zu Papier gebracht. Also ich glaube, wenn man mal die alten Folgen anhört irgendwo, dann müsste das sich eigentlich auch noch decken. Mit dem, was wir damals, also wie es jetzt ausgegangen ist, was wir damals gesagt haben, so vom Tabellenplatz her, und das war unsere Erwartungshaltung, war auch, meine ich, nicht so hoch, oder? Nein. Nee. Aber sein. Ja, sowas von Platz 3 bis Platz 8 war irgendwie dabei. Aber was ich jetzt noch anmerken wollte, dass wir mit Markus Schupp in die Saison gegangen sind, der bei uns in Anführungszeichen Sportdirektor war bis zum 8. Spieltag und der schon zu Beginn der Saison völlig entmachtet war. Also irgendwie alles seltsam abgelaufen in der Hinrunde. Für mich bis heute das eines der größten, wie sagt man da, Mysterien, dass diese Geschichte nie ganz aufgearbeitet wurde bis heute eigentlich. Was ist, also warum musste Schupp eigentlich gehen? Mit welcher Begründung? Warum hat sich die Trennung so ewig lang hingezogen? Und warum wurde eigentlich auch kein Nachfolger bestimmt? Wieso hat man einfach das dann wieder alles Kunz so zugegliedert? Also das finde ich bis heute, ist für mich so einmal die komischste Geschichte von diesen ganzen Brüchen, weil alle anderen sind für mich logisch nachvollziehbar. Man kann sicher über den Kader, den Schupp zusammengestellt hat, auch streiten. Aber trotzdem
für mich geht es da eher um die Sache an sich, nämlich damals hat man Schupp bestellt, eben mit der Vorgabe, man muss Kunz entlassen, man muss die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. Und warum man das dann einfach alles so jetzt wieder über den Haufen nach ein paar Monaten geworfen hat, das verstehe ich eben bis heute einfach nicht. Und wie gesagt, es gab nie eine also für ich sage es jetzt einfach mal so, für mich wäre jetzt die Begründung auch nicht unbedingt nachvollziehbar zu sagen, er hat einfach schlechte Arbeit gemacht, aber es gab ja überhaupt keine. Das ist ja das eigentlich Komische an der ganzen Geschichte. Und ja, also sonst, wie gesagt, jeder Bruch, der da passiert ist, ist irgendwo nachvollziehbar, das verstehe ich einfach nicht. Und was ich eigentlich jetzt damit noch sagen wollte, das größte Problem, finde ich, hat man dann in dem Moment gesehen, als Kunz dann auch weggegangen ist. Der FCK hat einfach null Philosophie, die mal länger als ein Jahr hält, ist so mein Gefühl. Und das seit Jahren. Es wird einfach immer alles so zusammengeschustert, wie es halt passt, was man gerade kriegen kann, wird gekauft und zusammengebaut und eingebaut. Da ist nichts dahinter. Und gerade dieser Sportdirektor, ich glaube, diese Hoffnung hatten einfach ganz viele, installiert da so eine übergeordnete Philosophie, die meinetwegen auch in den Jugendbereich runtergeht und so weiter und so fort. Und als Kunz dann auch noch gesagt hat, er geht weg, ist da einfach alles über den Haufen geworfen worden. Wir haben, also wofür steht denn der FCK? Wir haben keine, finde ich, keine direkte Vorgabe. Es hängt immer alles von ein oder zwei Personen ab. Es hing vom Trainer eine Zeit lang ab, es hing von Kunz eine Zeit lang ab. Und so ein Sportdirektor, der eben da den langfristigen Blick drauf hat, den gibt es einfach nicht. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass sich das jetzt mit Stöger langfristig einfach nochmal ändern wird. Wobei das mit einer langfristigen Philosophie meiner Meinung nach oder auch mit einer Philosophie, die im gesamten Verein getragen wird, hängt immer sehr eng auch damit zusammen, welcher Trainer welche Philosophie hat, und sobald der dann nämlich meistens weg ist, dann wird die auch wieder geändert. Also ja, aber genau das ist der Fehler meiner Meinung nach. Ja, aber so genau das ist der Fehler. Die das so machen, vielleicht 5 auf der Welt oder so? Lass es 10. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass du, das geht ja jetzt nicht darum, du musst ein spezielles Spielsystem haben und das muss immer eingehalten werden, aber dass du eben gewisse Grundsätze dir gibst, sagst, keine Ahnung, wir setzen auf ein schnelles Umschaltspiel, wir setzen, keine Ahnung, auf Ballbesitzspiel, das sind jetzt so die ganz übergeordneten Sachen. Das ist eben gerade, ist immer nicht nur an einem Trainer festzumachen, das finde ich gerade das Störende beim FCK oder auch allgemein. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das ist, glaube ich, halt nicht die Mehrzahl der Vereine tatsächlich, die dann auch so das umsetzt, dass man das wirklich über Jahre auch erkennen kann. Aber ich verstehe, was du meinst, und da hast du sicherlich recht. Wäre es ideal, aber es ist halt auch eine Frage jetzt gerade beim FCK, es ist halt immer eine Frage von Geld, weil es sich halt wahrscheinlich die Spieler nicht erlauben können, die jetzt vielleicht die Philosophie, keine Ahnung, welche auch immer, sagen wir, keine Ahnung, Ballbesitz, Fußball umsetzen können. Aber vom Grundsatz gebe ich dir auch recht, Paul. Im Moment ist es schwer zu greifen, für was der FCK steht. Jetzt im Moment ist ja wieder ein bisschen auf dem, so vom Umfeld her, auf dem eher aufsteigenden Ast, also was so, wie soll ich sagen, was so Außendarstellung betrifft, ist jetzt wieder ein bisschen besser, wobei das ja nicht schlechter werden konnte. Aber wie gesagt, da muss man noch eine ganze Weile abwarten, wie sich das halt entwickelt, ob das jetzt so Strohfeuer ist. Wobei jetzt was ja nicht viel passiert ist, ne? Also, im Moment. Ja, ich wollte. Also es gab bisher nur die Transparenzkampagne über die Pressekonferenz zu der FCK-Finanze. Wollte ich gerade dazu sagen. Ohne Ausblick halt aufs zukünftige Marketing, dass dort irgendwann demnächst auch wieder Pressekonferenz, ich meine im Juni, Juli irgendwann ist sowas. Ja. Aber jetzt viel passiert ist hier auch noch nicht. Also, gerade jetzt auf die Pressekonferenz, da war man es schon phasenweise schon wieder ein bisschen zu viel. Was ja, pass auf, Flo, dann, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, lass uns gleich zu dieser Pressekonferenz übergehen, wenn wir noch ganz kurz das Sportliche kurz abhaken wollen vielleicht. Ich denke einfach, wir können ja noch ganz kurz zum Hallo. Jungs, ihr müsst die Tür auch abschließen. Wie sollen wir hier, komm rein. Ja, lass dir jeden rein, wer ist da drauf schuld, verdammt nochmal. Das ist hier wie die Transferpolitik auf dem Betze, jeder darf mal. Unfassbar, ey. Das ist ja wie dann muss Betze aber auch gleich einer rausgehen. Darf jeder sich anmelden, das gibt's ja gar nicht. Wer ist das denn jetzt? Komm mal rein. Komm mal ins hallo. Licht. Jo. Ich sehe nicht. Hallo? Bekanntes Gesicht. Warte mal, von der Mosel her. Jo. Ja, komm mal näher, sag mal deinen Namen. Ich glaube, ich erkenne den noch nicht. Eine Betze, Steff. Ja, hallo. Ich grüße. Hi. Ja, halt. Sag mal, was macht ihr denn heute alle hier? Ja, ich habe heute gelb, was für Lau. Ne? Ja, das denken sie um Betze öfter. Ja. Nein, hallo, ja, du setz dich, hol dir was zu trinken, setz dich dazu, wir haben heute nichts. Für Lau, es gibt was für Lau, das haben die ganze Gastmannschaft dieses Jahr gedacht.
Pass auf, wir machen das auch noch mit dir kurz so. Du warst auch schon mal hier, ne? Ja. Aber wir können dich auch noch mal kurz vorstellen. Also, das ist der Stefan, bei Twitter zu finden als Betze-Steff. Ja, das war's. Machen wir weiter. Okay. Ja. Ich wollte noch grad... Jetzt wird's aber langsam ein bisschen eng dahin, ne? Ja, war echt. Ja, aber du, das kennen wir ja von der Saison. Hinten raus wird's eng, aber das schaffen wir schon. Ne? Jetzt noch... Das Boot ist voll. Das war ein Euro, ne? Ich wollte gerade sagen, Patrick, du als Betzewut-Delegierter hast du dir die 2 Euro, ich betone 2 Euro, aufgeschrieben. Ja, ist notiert. Gut. Okay, kommen wir noch ganz kurz zu dem Thema Sportlichen, wo wir gerade stehen geblieben waren. Ich glaube, man kann ja einfach nur sagen, der Osawe, den wir von Halle verpflichtet haben, das war noch vor Stöger, und auch den, jetzt habe ich natürlich seinen Namen vergessen, Dittgen von Groß Asbach, auch beide Spieler, ich weiß nicht, wie viel die jetzt mit Stöver zu tun haben, aber beide eben ja eher dynamische Spieler, und vielleicht geht da ja so ein bisschen der Fingerzeig hin, auch wenn das jetzt natürlich noch ein bisschen zu früh ist. Und Flo, noch ganz kurz zu dem Thema Spieler verpflichten, stimme ich dir absolut zu. Allerdings, mir sagt gerade die Regie aufs Ohr, ich habe Stöger statt Stöger gesagt. Die Regie, ja. Die Regie passt auf. Ich meinte nicht den Kölner. Oder den Paderborner. Oder den anderen, ja. Ja, oh Gott. Wobei der, so viel zu dynamische Spieler, ne? Scheiße. Und dann kommt so ein. Ja, ich egal. Finde, der kann sich dynamisch im Kreis drehen. Und tanzen kann er angeblich gut. Ja. Nee, aber um das jetzt einfach noch zusammenzufassen, die zwei dynamischen Spieler, dann geben wir so jemanden wie zum Beispiel Markus Karl ab, der jetzt nicht unbedingt verdächtig ist, ein sehr dynamischer Typ zu sein. Vielleicht ist das ja ein kleiner Fingerzeig. Und zu den Verpflichtungen, Flo, habe ich ja gerade gesagt, stimme ich dir soweit auch zu. Und da sagen wir ja auch schon seit jetzt hier gefühlt, wie lange machen wir den Podcast? 2 Jahre, wir sagen es seit gefühlt 20 Jahren. Solange eben die Jugendarbeit noch nicht so im Kommen ist, das wird auch noch seine Zeit dauern, aber da müssen wir uns natürlich auch herspeisen, also da die Leute quasi herausziehen, aufbauen, da kann man einfach nur hoffen, auch wenn jetzt, und dann könnten wir damit auf die PK übergehen, auch wenn jetzt der Tresor leer ist, dass da einfach es weitergeht, investiert wird, was passiert, weil darin liegt einfach die Zukunft, und anders wird es auf Dauer, glaube ich, jetzt erstmal bei uns auch nicht gehen, wenn man jetzt hört, dass auch der Etat eben wieder gesenkt werden muss. Und mit Etat sind wir jetzt spätestens wirklich bei der Glatt-PK. Einfach mal die Frage in die Runde. Wie habt ihr eigentlich diese Pressekonferenz erlebt? Wie bewertet ihr den Auftritt von Glatt? Und natürlich auch, mit welchem Gefühl geht ihr aus dieser Pressekonferenz raus, was die Finanzen des FCK betrifft? Sollen wir es nochmal ganz kurz zusammenfassen, oder weiß das sowieso jeder, was da gesagt wurde? Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe gelesen, was darüber zu lesen war. Also das war nichts mehr, dass von der Betzanleihe nichts mehr im Tresor ist. So flapsig formuliert. Und momentan. Ich glaube, da muss man auch nochmal dazu sagen, es wurde jetzt zum Beispiel in der FAZ gesagt, die 6 Millionen müssten ja noch da sein, oder die Betzanleihe müsste ja noch da sein. So stimmt das ja nicht ganz. Also es wurde ja wirklich auch schon teilinvestiert. Ich glaube, 1,9 Millionen hätten jetzt noch da sein müssen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und eben diese knapp 2 Millionen waren eben nicht mehr da und wurden zum Stopfen der Löcher gebraucht, und dann kann man an Stefan Kunz 2013, glaube ich, einfach nochmal erinnern, der damals sagte, die Leute müssen sicher sein, das Geld soll nicht zum Stopfen der Löcher gebraucht werden, und genau das ist jetzt halt passiert. Ja, ich würde an der Stelle vielleicht, wenn du es schon ansprichst, Paul, würde ich gerne an Stefan Kunz 2015 erinnern. Könnt ihr euch daran erinnern, also alle, die auf der Mitgliederversammlung waren, wie er vorgestellt hat, dieses Nachwuchsleistungszentrum mit Sporthalle für Winter. Der Wald wird abgeholzt, es gibt einen Trainingsplatz, noch einen zusätzlichen, und lauter so geblubber. Die Bagger kommen. Kann die Bagger kommen, wenn ich das sind so... Schon unterwegs. Ey, die so Bagger, die rollen und rollen und rollen und rollen. Ja, aber die sind noch irgendwo in der Ostukraine immer noch. Ich weiß nur noch, wie ich in der, es war entweder nach der Jahreshauptversammlung oder in der kleinen Pause, also ich weiß es nicht mehr genau, habe ich den Stefan auf dem Gang getroffen, und wir haben uns nur angeguckt und haben beide im Kopf geschüttelt. Yeah. Also da vorne diese Pläne in dieser PowerPoint-Präsentation vorgestellt haben, wie dieser Gebäudekomplex auf dem Fröner Hof entstehen soll, mit dem Begegnungsraum, oder wo diese Verzahnung von Profibereich und Jugendbereich stattfinden soll. Und ich dachte mir schon, ja, sieht geil aus, aber das bauen die doch nie im Leben. Und noch nicht mal ein halbes Jahr später sitzt unser neuer Finanzvorstand in der Pressekonferenz und teilt uns mit, dass der Tresor im Keller leer ist
und dass man jetzt vorerst mal alle Bauarbeiten oder was auch immer dort überhaupt stattgefunden hat, gestoppt hat und man jetzt drüber nachdenkt, vielleicht eine Multifunktionshalle mit Flachdach zu errichten. Also da bin ich fast vom Schreibtischstuhl gefallen, ja. Das ist schon, also hat der Tobak, ja. Und wenn ich halt überlege, dass die Betze-Anleihe dafür aufgelegt wurde, um die Jugendarbeit, um das Nachwuchsleistungszentrum nach vorne zu bringen. Und jetzt muss man auf einmal dort Einsparungen vornehmen. Also das ist für mich halt schon Hohn, ne? Und also da fehlen mir auch ein Stück weit die Worte, ja. So, sagen wir es mal so, das Modell, das da vorgestellt worden ist, das war mir persönlich, war das ja schon klar, dass das mit dem Geld nie funktionieren kann, weil das war ja auf einem Level von, sagen wir mal, vom Europa-League-Teilnehmer, ja, die haben vielleicht so viel Geld für sowas zu bauen, jetzt ohne Anleihe und pipapo, aber das war mit dem Geld für mich schon gar nicht möglich, zumal man ja schon gewusst hat, dass einiges schon investiert und so. Das ist mal das Erste und vielleicht zu der, ganz kurz zu der PK, was ich vorhin schon angedeutet habe, wegen Aufbruchstimmung und so weiter. Also ich finde, auf der einen Seite finde ich die Transparenz jetzt gut, dass es so vermittelt wird, dass jedes Mitglied, der Fan weiß, so und so sieht's aus. Und dass da nicht mehr irgendwelche Luftschlösser gebaut werden auf irgendwelchen Pressekonferenzen oder Jahreshauptversammlungen, wo viele im Publikum sitzen, was der Tobi eben gesagt hat, die sich angucken und denken, hä, was ist denn das? Das ist völlig unrealistisch, das finde ich schon mal gut. Aber gerade auf der PK fand ich jetzt was gegen Ende phasenweise doch zu viel. Von wegen müssen jetzt zusammenhalten und jetzt geht's los und so Aufbruchstimmung erzeugen. Also das hätte man durchaus ein bisschen ausdünnen können oder ein bisschen verkürzen können. Das fand ich dann schon ein bisschen übertrieben am Schluss. Wobei man jetzt halt abwarten muss, was jetzt in dem, sagen wir mal, nächsten halben Jahr passiert. Aber man merkt halt schon vom Auftreten vom Herrn Glatt, finde ich persönlich einen gewaltigen Unterschied, dass da ein Mann ist, der wirklich von seinem Fach was versteht und der auch nicht irgendwelche Schauergeschichten erzählt oder irgendwelche Märsche in der Welt rumposaunt. Vor allem beim Glatt merkt man halt eben, das ist halt wirklich ein reiner Zahlentyp, ne? Also der geht ohne Taschenrechner nicht aus dem Haus, so kommt es einem vor. Also das gefällt mir richtig gut, weil, ja, über den Fritz Grünewald kann man halten, was man will. Nur da gab es halt hier und da auch immer wieder Unruhe und Gerüchte und alles. Und ich finde, der Glatt ist dann einer, der macht zumindest auf mich den Eindruck, als wenn das wirklich ein richtiger Profi ist und der wirklich richtig, ja, die Finanzen auch lebt und halt einer ist, der genau weiß, was er macht. Und das ist eigentlich genau das, was der FCK braucht in der Position. Und ich glaube auch, dass die Herausforderung ihn reizt, ja, hier was zu bewegen. Und dass es halt ein Mann ist, der von wirklich total unbefangen kommt, völlig von außerhalb, mit niemandem irgendwie da jetzt, wie soll man das sagen, verwandt, verzahnt oder so, oder den von früher kennt oder wie auch immer, natürlich vielleicht von früher schon, muss ja so wahrscheinlich so sein, aber der jetzt halt völlig da reingeht und nicht irgendwie von irgendjemand, ohne Namen zu nennen, in irgendeinen Job reingehieft wird, das sehe ich halt schon sehr positiv für die Zukunft. Was mir halt besonders, was ich besonders interessant fand, er hat, nachdem er seinen Bericht zu den Finanzen offengelegt hat, hat er kurz innegehalten, dann wollten die Reporter schon Fragen stellen, hat er gesagt, lassen Sie mich noch eines sagen, hätte ich diese Stelle auch angenommen, wenn ich das jetzt alles gewusst hätte, dann hat er ganz klar und deutlich gesagt, ja. Und dann fand ich das auch witzig. Da saß er da mit seiner Brille und sagt, denn ich finde diese Situation sexy. Ja. Da dachte ich mir schon, ja, okay. Erzähl mir mehr. Ja. Ja, das Problem ist aber, dass der Herr Glatt auch kein Geld drucken kann und der muss jetzt mit dem Erbe von Kunz und Grünewald leben. Und ich denke, das wird schon extrem schwierig für ihn. Also, was man jetzt von ihm gehört hat in Sachen Betze-Anleihe, dass das Geld weg ist und so und etc. Ja, aber es ist ja momentan, er ist ja kurzfristig mal weg, ist halt nichts mehr im Tresor im Moment, ja. Ja, das ja. Ist wahrscheinlich, das kommt wahrscheinlich, ob das jetzt halt in der Summe wieder reinkommt, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das hängt halt auch stark davon ab, wie halt der sportliche Erfolg ist nächstes Jahr. Und ich glaube, wenn das relativ gut losgeht, und die Zuschauerzahlen halt steigen, das ist halt beim FCK jetzt so mittlerweile, das hängt halt sehr, sehr viel vom sportlichen Erfolg ab. Und wenn es halt weiter so Talfahrt ist vielleicht übertrieben, aber wenn es dann nochmal so eine Saison gibt,
dann wird es halt richtig eng, meiner Meinung nach. Ja, aber der Stöber hat ja, der Stöber sage ich schon, der Glatt, was mir bei denen besonders gut gefällt, ist, dass er halt wirklich konservativ denkt. Es ist ja klar, also es ist ja offensichtlich, das hätten wir das Problem mit dem Rest der Betzanleihe ja auch nicht, dass man in den vergangenen Jahren halt eben richtig schlecht in der Planung war. Also ja, die Kalkulation vom Jahr her. Also darf ich kurz dazwischen, dann frage ich mich, was du jetzt ansprichst. Wie konnte man dann, sagen wir, nehmen wir mal die Zweitliga-Jahre, seit 2012, wie konnte man in der Winterpause dann jedes Mal 4, 5 neue Spieler verpflichten? Für mich klingt es dann so, als hätte man einfach spekulativ drauf gebaut, dass es halt besser wird und das Geld dann irgendwie wieder reinkommt. Ja, man hat ganz einfach über seine Verhältnisse gelebt. Aber das ist ja nicht seriöses Wirtschaften, weil das ist einfach scheiße in meinen Augen. Und das ist vereinsgefährdend und in das Wort kriminell nicht in den Mund nehmen, weil das ein bisschen zu stark ist, aber es hat halt schon so irgendwie solche, sagen wir mal, wie sagt man denn? Geschmäckle, ja. Ah, das ist super. Ein bisschen Maultäschle, ein bisschen Spätzle bei, ein bisschen Käsle. Super. Nein, ist aber... Ist ein bisschen bios, das habe ich gesucht, das Wort, ja. Ja, jetzt nochmal ganz ehrlich, was Metze Steff gerade gesagt hat mit dem Konservativplan, das, finde ich, ist das Allerwichtigste, was man aus dieser PK rausziehen kann. Denn prompt, er wurde ja bestätigt, er sagt... Der Gries, der will gern mit dem TV-Geld planen, der will bauen, der will machen, der will tun, der will investieren, der will vorankommen. Und er ist so ein bisschen, also ich will, Bremse hört sich gleich so negativ an, aber er ist halt so der, Pessimist ist auch das schlechte Wort, halt der auf konservative Planer. Genau. Und prompt, wir haben den Saisonausgang gesehen, nach dem Sieg in Frankfurt, nach dem Sieg in Fürth, jeder hat sich da einen abgefeiert, weil ja, Braunschweig packen wir ja locker noch. Ja, und prompt hat es am Ende halt dann nicht gereicht. Und er wurde sofort in seiner Planung bestätigt. Und ich meine, vielleicht erinnert ihr euch, Kunz hat doch mal diesen Mittelweg immer genannt. Erinnert ihr euch vielleicht? Stammte doch irgendwie von Kunz oder von Grünewald. Man hat immer mit einem Mittelweg geplant. Ja, aber man sieht ja sehr schön, dass der FCK wahrscheinlich mit diesem Mittelweg in den letzten Jahren nicht so richtig vom Fleck gekommen ist, ganz im Gegenteil. Und ich fand, er hat ja dann gesagt, es bestehen keine Liquiditätsprobleme. Das ist jetzt ein harter Vergleich und natürlich ist das jetzt immer schwierig, aber man sieht zum Beispiel jetzt in Offenbach, Regionalligist, natürlich klar, schwieriges wirtschaftliches Umfeld, die sind jetzt zum zweiten Mal in 2 Jahren pleite. Aber da fragen sich jetzt auch alle, da ist die neue Führung im November angetreten, wie konnte das denn eigentlich passieren? Und die Frage haben wir uns ja gerade auch gestellt, wie konnte es denn passieren, dass einfach immer so viel Geld rausgeworfen wurde und wir einfach nicht vom Fleck gekommen sind? Und ich glaube, das war eigentlich, darf man schon mal so sagen, der Verdienst der Mitglieder im Dezember, nämlich genau da anzusetzen, nämlich im Aufsichtsrat, weil es kann doch nicht wahr sein, dass über Jahre hinweg es einfach so läuft, scheinbar die Kassen leerer werden, das Geld nur noch zum Stopfen benutzt wird und ja, jetzt macht einer mal sozusagen den Kassensturz und stellt fest, dass da eben ja, auf einmal das Geld fehlt oder eben die Situation doch nicht so rosig ist und dass jetzt da der Ausbau des NLZ sich verzögert, dass da jetzt auf einmal kleinere Brötchen gebacken werden, das ist doch der größte Witz, also das wurde immer als die Zukunft verkauft und jetzt ist es halt alles so, keine Ahnung. Ja, aber mal ganz ehrlich, was glaubt ihr denn, wo wir jetzt oder nächstes Jahr stehen würden, wenn dieser Sturz auf der JHV nicht gekommen wäre? Ja, eben. Wir einfach hätten weiterbauen können. Stefan, das habe ich mir im Moment gerade überlegt, habe ich mir im Moment gerade über Gedanken gemacht, wie es denn geworden wäre. Ich glaube... Ja, zuallererst, wo wir hingegangen, anstatt der Etat um 20% zu reduzieren, hätte man 20% erhöht. Genau. Ja. Hätte man die Ostribünen verkauft, hätten einfach um 20% erhöht. Oder ach, das Regal kommt 200, scheiße, 20%. Nee, das ist eine gute Frage. Also ich befürchte, dass es so weitergegangen wäre, dass man einfach weiter spekuliert hätte, irgendwann schaffen wir es schon in die Bundesliga und dann haben wir die Probleme nicht mehr. Dann hätten wir irgendwann den Offenbacher gemacht. Ja, genau. Also fairerweise muss ich da mal ganz kurz reingrätschen. Denn also die Vorgabe war ja auch immer aus dem Umfeld, ja, der FCK muss aufsteigen, ja, weil der gehört in die erste Liga und zweite Liga ist nichts und bla bla bla. So, und wenn wir uns jetzt mal die Mannschaften anschauen aus den letzten Jahren, die aus der zweiten in die erste Liga aufgestiegen sind, ja, fast alle Vereine davon haben im Aufstiegsjahr einen Verlust gemacht, ja. Also ich kann mich mal erinnern, ich glaube, der FC Köln hat es mal geschafft, mit einem kleinen Gewinn sogar aufzusteigen, aber wenn du dir gerade die größeren Vereine anguckst, wie jetzt Frankfurt oder die Hertha, Darmstadt,
bei Frankfurt kann ich mich zum Beispiel daran erinnern, dass der Bruchhagen gesagt hat, wenn sie in der Abstiegssaison nicht alles in den Aufstieg finanziell gesteckt hätten und sie hätten den Aufstieg nicht geschafft, dann wären sie im Mittelmaß versandet wie der FCK. Ja, schau dir doch Frankfurter gesagt, haben, ja. Die Frankfurter haben, glaube ich, 10 oder 13 Millionen Verlust gemacht in der Aufstiegssaison. So, und da muss man einfach mal sagen, das war natürlich für den FCK nicht machbar. Man hat das dann am Anfang, ich glaube, wir haben auch 5 Millionen Verlust gemacht nach dem Abstieg in der ersten Saison. Und man hat dann natürlich immer versucht, finanziell auch irgendwie oben dran zu bleiben. Und das ist klar, dass es dann irgendwann dazu führt, dass, sag ich mal, der Verein irgendwie ausblutet. Und dann kam jetzt letzte Saison natürlich noch was anderes hinzu, nämlich, dass der Zuschauerschnitt halt von einem Jahr aufs nächste einfach mal um 8.000 zurückgegangen ist, so. Und das kannst du halt finanziell, also da, ich weiß nicht, selbst mit einer konservativen Planung kannst du das eigentlich kaum auffangen. Klar wäre es dann vielleicht nicht ganz so hart geworden. Ich glaube, man hat vorher mit jetzt 30.000 Zuschauern, hatte man gerechnet vor der Saison und jetzt sind wir halt bei 25 gelandet. Aber wenn wir jetzt in der nächsten Saison nur noch 20.000 haben im Schnitt, ich glaube, das kann auch eine konservative Rechnung nicht so wirklich auffangen. Also man muss auch sagen, man kann sicherlich einiges Schlechtes über Stefan Kunz und Fritz Grünewald sagen, aber also es war halt auch nicht so ganz einfach für sie, sagen wir es mal so. Ja gut, aber dann kannst du jetzt sagen, die Chancen hatten sie. Sie hatten das Geld, sie haben es mehrfach versucht über die Jahre und es hat halt nicht geklappt. Ja, es hat. Zum anderen glaube ich, dass so ein Zuschauerschnitt auch einbricht, hat für mich dann mit vielleicht nicht ganz planbaren Faktoren natürlich zu tun. Aber ich glaube, man hätte genau das abfedern können, indem man eben sagt, so man, wie oft wurde der Prüfstand reingerollt? Man hat gesagt, alles kommt auf den Prüfstand. Was waren denn für effektive Lehren? Die einzige, an die ich mich wirklich erinnere, war, man hat Schub verpflichtet. Und das Thema haben wir vorhin schon gehabt. Ich glaube, das spielt, also für mich spielte das eine ganz große Rolle. Ich bin in diese Saison schon gegangen mit diesem, okay, sie haben aus diesem totalen Einbruch am Ende gelernt, was passiert. Und für mich ist einfach nichts passiert. Und statt in dem Moment, als gegen Paderborn dann da eben das ganze Ding explodiert ist, anstatt in dem Moment dann irgendwie zu reagieren, hat man eher noch angefangen mit diesen peinlichen Facebook-Posts und was weiß ich, noch völlig die Situation zu verschlimmern. Und das hat für mich, also meiner Meinung nach, diese Ermüdung einfach nur noch angetrieben, dass eben die Leute sagen, ja, dann gehe ich, also ich gehe da jetzt nicht mehr hin, ich tue mir das jetzt nicht mehr an oder was weiß ich. Damit fängst du keine 5.000 ab, das ist klar. Aber ich glaube, es hat ganz viel dann auch mit solchen Faktoren zu tun. Und dieses Einigeln, dieses sich einmauern da oben, dieses undurchsichtige, überall den Schnee zu versprühen, der jetzt allmählich mal wegschmilzt von, keine Ahnung, von der Chefstelle, von der Pressestelle. Ja, es ist doch so. Das ist doch das Problem. Weil jetzt kommt auf einmal, oh, die Stadionpacht, das wurde ja alles nur gestundet. Ja, ich erinnere mich vor einem Jahr, oder wann war das, die Pressekonferenz, wo ein Grünewald von einem schuldenfreien FCK erzählt. Ja, können wir den Witz mal in Farbe bitte haben? Ich verstehe schon, dass das mit dem Zuschauerschnitt, das ist nicht kalkulierbar. Aber gerade dann brauchst du halt, finde ich, andere Maßnahmen. Und die sind halt einfach ausgeblieben. Und diese Ermüdung, wir hatten es damals nach der Jahreshauptversammlung besprochen, ich fand den Auftritt von Kunz damals schon seltsam irgendwie, also für seine Verhältnisse seltsam schwach. Resigniert vielleicht. Ja, und ja. Es war einfach so eine ganze Stimmung, dass du einfach nur das, boah, ey, wie kommen wir hier aus diesem Loch raus? Und ein Vergleich noch gerade, jetzt hier zum FCN, die schauen jetzt auch echt in die Röhre, die müssen jetzt auch erstmal gucken, was passiert. Die haben auch nach dem Abstieg eigentlich, ja, nach Marktwert einen guten Kader gehabt, aber dann kommt eben noch was anderes dazu. Das meinte ich vorhin. Du kannst natürlich einkaufen und keine Ahnung, schau dir Freiburg an. Die haben Spieler mit, wen haben die da? Petersen, den sie sogar noch auf die Bank setzen können, was weiß ich. Natürlich funktioniert das bis zu einem gewissen Grad, aber trotzdem muss diese Mannschaft halt noch irgendwie zusammenpassen und funktionieren. Und das hat halt bei uns dann irgendwann gar nicht mehr geklappt. Und wenn du hast einen guten Trainer, Paul. Natürlich, genau, ja, das ist natürlich klar. Und wenn du dann halt noch versuchst, so wegen der finanziellen Situation vielleicht auch jemanden wie Orban und Heinz durch Wutschur und durch Heubach und durch Mockenhaupt zu ersetzen, dann, ja, wenn das vielleicht von Anfang an schon nicht so gut läuft, dann kommt man eben auch in so eine Spirale rein und dann wird es halt schwierig. Ja, dieser Knall hätte auch schon viel früher kommen können eigentlich. Genau. Jetzt überleg mal, wir haben das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht, wir haben Spieler verkauft, wenn die Gelder nicht da sind, dann sind wir schon seit ein paar Jahren platt. Naja, ja. Aber dann gibst du auch weniger Geld aus. Also
Das ist ja, Matthias, da darf ich vielleicht gerade noch mal kurz auf die, was du gesagt hast mit Zuschauerzahlen und sowas, weil du jetzt gerade von SC Freiburg, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, die waren halt nach einem Jahr wieder oben. Ja, natürlich sind die voll ins Risiko gegangen. Wenn du aber jetzt das fünfte Jahr, beziehungsweise letztes Jahr das vierte Jahr in der zweiten Liga spielst, da kannst du halt, da kann man nicht immer das den Leuten so verkaufen und zu sagen, ja, wir wollen jetzt wieder aufsteigen oder keine Ahnung, weil das weiß ja jeder, der ein bisschen nah am Verein dran ist und der gerade die Umstände, was wir jetzt eben angesprochen haben, von anderen Vereinen kennt, dass halt in der zweiten Liga nicht so viel zu verdienen ist wie in der Bundesliga, dann muss ich halt auch so wirtschaften im Hintergrund, dass am Schluss halt noch die Betzanleihe in der Kasse ist und ich die nicht zum Löcherstopfen brauche, weil natürlich. Was halt der FCK gemacht hat, ist halt, war halt einfach scheiße. Jetzt egal, wer jetzt da an Schuld war, das kann man, finde ich, so wie Eintracht Frankfurt oder Hertha BSC, oder gibt es ja genug Beispiele, jetzt dieses Jahr SC Freiburg, das kann man mal, ich bin mir sicher, Patrick, widerspricht mir, wenn jetzt SC Freiburg das nicht geschafft hätte dieses Jahr, hätten die auch abschwecken müssen, mit Sicherheit sogar. Garantiert. Kannst dann also Freiburg hat ein ordentliches Polster, die waren ja 5-6 Jahre okay, am Stück in Liga 1. Abspecken, ne, kommt halt drauf an, in was für eine Dimension, das ist klar, aber die hätten bestimmt nicht mehr Spieler wie ein Niederlechner in der Winterpause kaufen können, denke ich mal. Oder hätten sie vielleicht nicht gemacht aus. Ja, also da hätte bestimmt niemand gesagt, da komm, wir holen mal den Niederlechner für was weiß ich wie viel Geld, weil wir haben es ja noch oder so. Also ich glaube, da muss man dann halt schon spätestens im dritten Jahr sagen, okay, die Umsätze gehen zurück, gibt nicht so viel Fernsehgeld, die Zuschauer sind rückläufig, dann müssen wir halt so wirtschaften, das am Schluss halt reicht. Und das hat der FCK für mich halt nicht gemacht, weil wenn jetzt von 6 Millionen Euro nichts mehr in der Kasse ist, und du jetzt gucken musst, wie du das irgendwie handeln kannst, dann haben die halt für meinen Geschmack viel falsch gemacht und haben das halt die Leute halt einfach falsch verkauft. Ganz im Gegenteil, mit irgendwelchen Visionen von Nachwuchsleistungszentrum, wo du gedacht hast, ja, ist das vorne der Florentino Perez, der da steht und will für Real Madrid was bauen oder so. Ja, jetzt ganz überspitzt. Ja, es ist aber so. Ne? Und teilweise das Geld auch für kompletten Schwachsinn ausgegeben, mit Gutachten, mit irgendwelchen bescheuerten externen Beratern und also da ist das Geld ja komplett verloren. Man, also, man muss halt, Stefan, ich sehe das so wie du, man kann mal einstweilige Verfügung erlassen gegen irgendeine Zeitung, die jetzt halt wirklich volle Schwachsinn schreibt, aber wenn man das halt dann dauernd macht, ja, und sagt, und dann das halt in die Bilanz steht, dann da Gutachten, da das wird dann halt auch irgendwann unglaubwürdig, weil das ist halt dann ihr Beruf und die versuchen halt irgendwas aufzudecken in dem Sinne. Ja, und wenn das halt nicht stimmt, ist gar kein Thema, aber phasenweise, gerade gegen Ende, wurde das halt für mich viel zu viel. Ja, und das waren halt völlig unnötige Kosten oder unnötiges Geld, das man da investiert hat. Das sind halt alles so Sachen oder so Feng Shui oder was weiß ich alles, ist egal. Kann man ja alles aufzählen und da ist halt viel Geld verloren gegangen, für mich auch. Das Problem ist, dass wir jetzt an einem Punkt sind und das, finde ich, war jetzt durch die PK ganz gut rübergekommen. Man hat so ein bisschen den Mief rausgelassen, man hat die Mauern abgebaut, man hat einfach mal gezeigt, so und so sieht's aus. Und was ich auch in dem Moment noch ganz gut fand, es war jetzt auch nicht so ein reines Abklatschen der alten Führung, also weil ich glaube, das hätte dem Umfeld jetzt auch nicht so gut getan. Das machen wir gerade. Ja, dafür sind wir da. Nein, also das fand ich ganz gut. Pizzegebubble, der Podcast fürs Grobe. Nur was ich, Pizzegebubble räumt auf. Was ich nur, das klingt so nach RTL 2, was ich mir nur jetzt gedacht habe, es wurde so oft gesagt, wir brauchen jetzt eine Aufbruchsstimmung, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil ich weiß nicht, wie sehr so eine Aufbruchsstimmung ja zu verordnen ist. Ich glaube, das kann man nur versuchen zu ermöglichen und das ist eben das, was jetzt vorgemacht wurde, also Transparenz, dass man es wirklich auch ernst meint, die Leute mit ins Boot zu holen, dass man, natürlich kann man jetzt nicht immer jeden kleinen Geschäftsvorgang offenlegen, aber wirklich eben auch die Leute einbezieht, denen auch wieder eine gewisse Wertschätzung entgegenbringt, was, finde ich, gerade im letzten Jahr unter Kunst Grünewald einfach gar nicht mehr gegeben war, dass man einfach versucht, so diese gallische Dorfmentalität, auch wenn das jetzt schon so abgedroschen ist, halt wieder vorlebt. Und dann kann auch was zusammenwachsen. Und ich glaube, in diesem Moment ist dann, natürlich kommt es immer noch aufs Finanzielle an, aber wir haben gerade schon die Teams angesprochen, Paderborn, Fürth, Ingolstadt, Darmstadt, die alle hochgegangen sind mit teilweise kleinerem Etat. Aber diese Geschlossenheit, die braucht man eben dafür auch. Und ich glaube, die kann man eben jetzt auch sich wieder reinholen. Also ich hoffe, dass das jetzt auch so wieder entsteht. Doch. Oh, das wird aber schwierig, weil ich denke, dass die letzten Jahre unter Kunst doch einiges zerstört haben. Und klar. Ich denke mal, jetzt zum Beispiel wir, uns freut diese Offenheit von Kries und Glatt, aber
alles, was überhalb von 25.000, 28.000 ins Stadion kommt, die wollen einfach nur Erfolg sehen. Und es wird bei der finanziellen Lage für nächste Saison einfach schwierig. Ja, genau. Natürlich, und wir sind noch immer in den teilweise alten Grabenkämpfen. Das merkst du ja teilweise, wenn du die Rheinpfalz zum Beispiel liest oder so. Da finden ja auch noch. Was ja hast auch du gesagt? Kannst du es nochmal sagen? Da war gerade irgendwas in der Leitung. Rheinpfalz. Was? Rhein? Nee, Paul, Rhein, der Rhein ist ja nicht überschwemmt. Ah, du hast Weizen im Rachen. Naja, also ich weiß nicht, da. Da zieht man halt auch manchmal den Zonk. Ich weiß auch nicht. Ja, aber einfach. Den Zonk. Aber auf der anderen Seite muss ich euch ja, ein bisschen widersprechen. Ich glaube, gerade in Kaiserslautern ist es relativ einfach, die Leute wieder zu kriegen. Wenn am Anfang der Erfolg stimmt, in den ersten 4-5 Spielen, glaube ich, ist es relativ einfach, wenn man so weitermacht mit der Transparenz und so und auf die Leute zugeht und halt Leuten auf irgendwelchen Mitgliederversammlungen Netzmikrofon abdreht oder so, weil das ist so als Paradebeispiel, das macht man einfach nicht, das ist eine Sache von Anstand, das macht man nicht, man lässt einfach die Leute ausreden. So, und wenn das halt so die Transparenz so weitergeht und die neue Führung auf die Leute zugeht und man auch mal hingehen kann, kann sagen, so und so, keine Ahnung, glaube ich, ist es relativ einfach, die Leute wieder zu kriegen in Lautern. Du kannst es ja mit der Saison 2009, 2010 vergleichen. Da war es ja so, dass wir unsere Wunschkandidaten für den Trainerposten nicht bekommen haben. Marco Kurz dann in Anführungszeichen die dritte Lösung war, die Notlösung. Und dann die ersten 3-4 Spiele lief es richtig gut. Und auf einmal war dann auch so dieser Ruck da. Und das, was du sagst, Flo, also in Lautern ist es relativ einfach, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Aber das muss halt eben vom Platz kommen. Wenn es da passt, kommen auch die Leute wieder ins Stadion. Und dann kommt auch wieder dieser berühmt-berüchtigte Ruck, der dann halt eben auch mal über die ganze Saison tragen kann. Ja, das stimmt schon, aber da muss es natürlich Anfang der Saison schon sehr, sehr gut passen. Also, da müssen wir ja schon oben, ich weiß nicht wirklich, aber mitspielen. Da fehlt mir gerade ein bisschen die Fantasie. Wollte ich gerade sagen, Matthias, um Gottes Willen, ich will nicht um Aufstieg oder so reden, sondern es geht für mich einfach jetzt um ganz kleine Schritte, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in erster Linie auf dem Platz liegen. Natürlich spielt es viel mit. Wenn der Erfolg stimmt, kommen natürlich die Leute, aber es geht mir mehr um das Außenrum. Was ich eben schon angedeutet habe, dass die Transparenz so bleibt, dass offen geredet wird und dass offen dargestellt wird, so und so sieht's aus. Und ich glaube persönlich, das ist halt einfach besser für einen Verein wie der FCK, dass die Leute wissen, dass die Sachlage, wie wenn jemand vorne steht und irgendwelche Visionen erklärt, die sowieso nicht umsetzbar sind. Ich glaube, das ist halt ehrlicher und das nehmen die Leute auch mehr ab. Wenn natürlich dann noch ein Erfolg dazu, sportlicher Erfolg dazu kommt am Anfang von der Runde, ist natürlich umso schöner, aber um Gottes Willen, ich will nicht um Aufstieg reden, weil ich glaube, da gibt's auch nächste Saison vom Papier her stärkere Mannschaften, aber es gibt auch genug Beispiele, wo man mit sehr, sehr wenig Geld oder mit wenig Geld oben mitspielen kann. Das gab es halt auch in den letzten Jahren. Also von daher muss man halt immer vorsichtig sein. In der zweiten Liga kannst du schnell unten drin sein. Du kannst auch genauso gut ruckzuck mal oben dabei sein. Hast ja bei Darmstadt, Braunschweig, Paderborn, hast es ja wunderbar gesehen. Das waren ja auch keine Teams, wo du sagst, die sind jetzt auf jeden Fall oben dabei. Ja. Sondern das hat sich halt über die Saison hin entwickelt. Die waren halt irgendwann so oben mit dabei und haben es halt bis zum Schluss durchgezogen. Was wir aber noch dann auch festhalten müssen, wenn wir jetzt sagen, es geht nicht direkt um Aufstieg, auch das wird schwierig zu vermitteln. Also das muss auch erstmal dann bei den Leuten ankommen. Und man kann dann nur hoffen, dass niemand jetzt zum Beispiel bei dieser Juni-PK, die da jetzt angekündigt ist von Gries, dass niemand jetzt anfängt mit, wobei das teilweise ja schon viel, ja, der FCK muss jetzt aufsteigen, gehört in die erste Liga, wir wollen den Aufstieg, weil ich glaube, dann wächst ganz schnell wieder diese Blase, die einfach jetzt, wenn sie platzt, dann umso schmerzhafter eben sein wird. Man muss einfach realistisch sein und mit der Mannschaft, egal wie die jetzt zusammengebaut ist, aber wenn man sich halt jetzt 2 Spieler aus der dritten Liga holt, dann kann man nicht automatisch davon ausgehen, dass wir mitspielen, weil es halt wirklich viel stärkere Mannschaften gibt, auch vom finanziellen Potenzial, vom fußballerischen Potenzial zum Beispiel, die sind halt einfach besser, ja, mal am Anfang von der Saison. Aber das kann natürlich auch ganz anders laufen, aber was der Stefan eben gesagt hat, es kann natürlich auch nach unten gehen ganz schnell und das hoffe ich halt nicht und ich bin mit allem zufrieden, was in den ersten 6, 7, 8 Spielen an Punkten geholt wird, wenn es viele sind, dass nach unten nichts passiert, weil das ist eigentlich für mich mehr die Angst, dass wir halt unten reinrutschen, weil es gibt auch in der Tabellenregion genug Beispiele, jetzt gerade wie SC Paderborn, Düsseldorf oder 1860 München. Ich glaube, die haben auch nicht gedacht, dass es jetzt
so lange ohne rumkicken. Weil gerade so Beispiel als 1860, die sind halt ach so gleich auf dem, habe ich jetzt auch schon wieder vom Ismail gelesen, ja, jetzt wollen wir mal raus, dann gucken wir mal, vielleicht wollen wir mal 8. oder 7. oder 6. Ne? Also das ist ja genau dasselbe eigentlich im Prinzip, weil du bist halt in der 2. Liga so schnell ohne drin und dann kommst du nicht mehr raus, dann spielst du die ganze Saison da ohne rum und am Schluss steigst du halt ab, so wie Paderborn und fällst halt völlig auseinander oder FSV Frankfurt. Weiß ich nicht, ob die jetzt, wenn man das so hört, haben die auch nicht mitgerechnet, dass sie irgendwann mal wieder absteigen. Aber wer Falco Götz auch und wer Stefan Effenberg verpflichtet, so schlimm ist er zum Glück noch nicht. Dann doch verdient. Was? Die haben es dann verdient, sagt Patrick. Klar, das ist ja was anderes. Paderborn hat sowieso immer den Abstieg verdient. Ja, das stimme ich wohl zu. Und der VfB Stuttgart auch. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Nein. Aber, was ich auf jeden Fall noch anfügen wollte, ist, wenn sportlich nicht läuft, wurde es meiner Meinung nach auch in den letzten Jahren zur Unsitte von der Führungsetage, dass dann der Fan als Sündenbock ausgesucht wurde oftmals, dass er keine Stimmung gemacht hat etc. Und, aber oder die Finger auf der Tastatur ein bisschen locker waren. Ah, Patrick, gerade ruft der Presseclub Saar an. Das war eigentlich nur intern bestimmt. Das darfst du leider, das was? Hintergrundgespräch ist. Also, dass die Fans scheiße sind und eine hohe Erwartungshaltung haben, darfst du nur intern sagen. Nach außen hin darfst du sagen, schwieriges Umfeld, schwierige Bedingungen. Fans scheiße intern. Ja. Genau, der Standardanteil, bitte. Ja, dann bleibt es intern. Gut. Was im Saarland ist, bleibt im Saarland. Ja, aber Paul, du hast vorhin gesagt, man kann Aufbruchsstimmung nicht verordnen. Und wenn es jetzt, sag ich mal, in den ersten Spielen sportlich jetzt nicht so, nicht wie erwartet läuft, dann sollten aber zumindest, ich sage jetzt einfach mal, die Basics stimmen. Und Basics sind für mich halt einfach die Außendarstellung, Social Media, das kommt mittlerweile immer mehr. Und wenn du dir jetzt mal andere Bundesliga-Vereine anguckst, wie die sich im Social Media-Bereich aufstellen, ist der FCK ja nicht mal mehr Zweitliga, das ist ja eigentlich Oberliga oder so. Und das ganze Kampagnenmanagement, ja, also wir hatten jetzt in den letzten 2 Jahren immer vor der Saison so Kampagne, das war mal das mit Rockabilly, dann Racing, ja. Damit die roten Teufel wieder Gas geben. Der Gas wieder durchstarten, ja. So ein Klassiker. Ja, und das ist halt total unglaubwürdig und ich finde einfach, das muss auch stimmen und von der Gewichtung her ist es für mich, von der Aufbruchsstimmung, also ich sage jetzt mal 80% ist sportlich, 20% ist aber, jetzt sagen wir die Außendarstellung vom Verein. Und dort gibt es meines Erachtens halt viel zu tun. Das ist doch ein gutes Schlusswort für diese Passage, weil ein Punkt müssen wir noch mit Blick auf die letzte Saison abhaken. Und die haben wir zwar schon mal angeschnitten, aber noch nie eigentlich den Namen direkt ausgesprochen, der dieses Amt bis zuletzt ausgefüllt hat, nämlich Konrad Fünfstück. Der wurde... Wann war das? Freitag vor einer Woche? Auf jeden Fall am Freitag nach Saisonende, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wurde der entlassen. Und mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, ich finde, wir könnten das ganze Thema erstmal zweiteilen, weil es gerade vom Kicker auch nochmal groß aufgemacht wurde. Wir können erstmal zu der Entlassung an sich, finde ich, reden, ob die Sinn macht, ob die gut war. Vielleicht auch nochmal überhaupt zu der Amtszeit von 5 Stück. Und dann kann man auch nochmal ganz kurz das Thema ansprechen, der Zeitpunkt, weil das wurde ja gerade vom Kicker thematisiert und sorgte dann zum Beispiel auch bei der Betzebrenn im Forum oder auch auf den sozialen Kanälen für ein bisschen Diskussion. Lass uns mal mit dem ersten starten. Wie bewertet ihr denn die Entlassung von Konrad Fünfstück? War das gut? Hat das Sinn gemacht? Wie seht ihr das? Vor dem Hintergrund, was wir ganz am Anfang besprochen haben, ich glaube, das hast du gesagt, Paul, dass man mit dem Trainer der alten Saison, der keinen Erfolg hatte, in Anführungszeichen, oder der den Erfolg weggeschmissen hatte, in die Saison gegangen ist, und ich glaube, daraus hat man jetzt gelernt. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass halt neben der ganz neuen Führung und neben dem neuen Sportdirektor, der wohl neuen Trainer wollte an seiner Seite, ist es, glaube ich, auch ein Punkt, wo man vielleicht überlegt hat, wenn wir einen Neuanfang machen, dann komplett einen Neuanfang. Wenn wir da jetzt mit einem Konrad Fünfstück in die Saison gehen, könnte es vielleicht wieder so sein, dass es am 5. Spieltag wieder knallt. Und es war ja auf dem Betzenberg schon 2-mal so in der jüngeren Vergangenheit, dass es am Anfang in der Saison knallt hat am Anfang, weil man halt den Trainerwechsel zum richtigen Zeitpunkt verpasst hat. Ich glaube, das ist halt ein entscheidender Punkt in der Überlegung zu sagen, lass komplett neu anfangen, auch mit einem neuen Trainer.
Ja, also ich finde, bei sowas muss man immer ein bisschen vorsichtig sein und schauen, dass das nicht einfach nur zur Symbolpolitik wird. Denn man kann über 5 Stück, können wir jetzt irgendwie länger sprechen, aber im Endeffekt, ob das ein richtiger Schritt war oder nicht, wird sich ja erst zeigen, wenn du weißt, wer der nächste Trainer ist und wie es mit dem läuft. Ja? Also wenn jetzt als nächstes Stefan Effenberg kommt oder so, dann hätte man 5 Stück auch behalten können. Ja, also... Ja. So, Matthias, und von daher ist das, Matthias, ist das so der Spruch mit dem Trainer, ne? Ich habe hier gerade im Garten, habe ich gerade irgend so, entweder war das Wutz oder das war Schwein, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es ist nah, ganz nah dran, ne? Ja, noch so. Geht der Daumen nach unten, Flo. ja, also ich finde, da muss man dann halt dann auch vorsichtig sein, zumal ja 5 Stück Bilanz jetzt auch nicht nur negativ war, sondern eher gemischt war. Und wenn man das auch vor dem Hintergrund sieht, dass die Mannschaft jetzt auch wirklich nicht optimal zusammengestellt war und man da auch jeglichem Trainer damit keinen Gefallen getan hat mit so einem Kader, ja, also ich sehe das so ein bisschen zweigeteilt, diese Entlassung. Wie gesagt, wenn man jemand Gutes findet, dann klar, war es sicherlich der richtige Schritt. Also ich glaube auch nicht, dass er uns in die erste Liga jetzt nächstes Jahr geführt hätte oder so. Aber er war jetzt auch nicht ganz verkehrt, auch wenn ich jetzt, weiß ich nicht, seine taktische Ausrichtung oder so, jetzt hat mir jetzt auch nicht so gefallen, aber er hatte ja durchaus, hatte ja auch Punkte geholt und jetzt auch nicht weniger als Runjajic vorher am Anfang der Saison und auch mehr als andere Trainer, die vielleicht bekannter waren bei anderen Zweitligisten. Man muss sich auch einfach mal ansehen, unter welchen Umständen er überhaupt Trainer geworden ist. Also der war für mich so eine Zeit lang einfach die ärmste Sau im Verein. Der kommt als Cheftrainer hin und auf einmal fliegt ihm der ganze Laden praktisch um die Ohren. Vorstand weg, Aufsichtsrat weg, Sportdirektor ist ja eh schon weg. Und irgendwie war der, so ist es mir vorgekommen, der ist allein. Also dafür hat er doch noch relativ viel draus gemacht. Auch wenn mir, da gebe ich dir auch recht, Matze, so die taktische Ausrichtung hat mir auch nicht sonderlich gut gefallen. Und dass er den jetzt entlässt, da bin ich auch bei Flo, wenn er sagt, wenn wir jetzt einen Neuanfang machen, dann auch auf allen Ebenen. Aber wie gesagt, man muss auch irgendwo im Hinterkopf behalten, unter welchen Umständen der 5 Stück arbeiten musste. Ob das jetzt, um vielleicht nochmal kurz darauf einzugehen, ob das jetzt menschlich in Ordnung ist, ja, wenn es so war, immer von dem Hintergrund bedenken, wenn das so war, dass man halt mit ihm gesprochen hat und die neue Saison geplant hat, ob das jetzt menschlich in Ordnung ist, das will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Auf der anderen Seite steht es halt jedem neuen Sportvorstand frei zu sagen, vom einen auf den anderen Tag, ach nee, komm, doch nicht. Ich habe da den der Hinterhand, es mag ja so sein, ich gebe euch aber beiden recht, reiner sportliche, ich glaube, das habe ich auch schon irgendwann mal geschrieben oder gesagt, mit dem Hühnerhaufen kann man eigentlich nicht mehr erreichen und jetzt gerade so als symbolisch, das letzte Spiel in St. Pauli, was da abgelaufen ist, war halt symbolisch wieder und wie gesagt, mit dem Hühnerhaufen kann man halt nicht mehr erreichen wie 10. Platz und dafür war es noch relativ gut. Über die Fußballphilosophie muss ich euch auch recht geben, kann man echt streiten. Aber was willst du halt auf der anderen Seite, was willst du mit der Mannschaft spielen? Da hat man ja gesehen am Anfang, war bis jetzt Fußball mit Runjajic ging halt gar nicht klar. Und ja, was sie dann gespielt haben, das hat halt für Punkte gereicht, dass es halt klar zum Klassenerhalt gereicht hat. Und mehr war halt auch echt nicht drin. Ja, also man hätte ja, weiß nicht, mit Standards vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Oder ich hatte auch irgendwie nie so richtig das Gefühl, dass man irgendwie mal so einstudierte Spielzüge oder so, dass man die mal wiedererkennt. Halt so, aber das genau, ist es was nämlich, halt, genau. Was halt so gefehlt hat, stimmt Matthias, was halt so gefehlt hat, war so die, wo du gedacht hast, ja was, wie soll ich das sagen, was sagt was der? Spielen was, die da genau, eigentlich? Nee, was, ja, was, genau, was gibt er denn? Was Philosophie. Heute, ja genau, was wollen die heute machen, was sagt der Trainer vorm Spielen der Kabine? Ich bin mir sicher, er hat irgendwas gesagt. Aber dann ist halt die Frage, reicht die Qualität von der Mannschaft, das umzusetzen? Aber du hast halt bei vielen Spielen den Eindruck gehabt, gegen Mannschaften, die nicht viel besser waren, was wollen die da spielen? Was machen die da jetzt? Warum? Und keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Es war irgendwie so, irgendwie ins Dunkle hinein, wo man nicht wusste, was ist die Philosophie, was wollen die spielen? Ja, und was haben die überhaupt trainiert in der Woche? Ja, oder was, genau, was haben die trainiert? Ja, das hat man nämlich selten gesehen, ja. Weil ich habe mich in der Hinrunde mit der Kritik an 5 Stück noch wirklich zurückgehalten, weil er hat keine Vorbereitung mit der Mannschaft gemacht etc. Dann kam aber die Winterpause und er hat eine komplette Vorbereitung im Wintertrainingslager mit denen gemacht und danach hat es aber auch nicht wirklich gebessert. Ja. Und irgendwann habe ich mir halt gesagt, irgendwas macht er falsch. Er hat kein einheitliches Prinzip, keine
keine feste Aufstellung und ich weiß nicht, also ich bin wirklich froh, dass er weg ist. Also ich glaube, also mir sind zwei Sachen von 5 Stück in Erinnerung geblieben. Einmal am Anfang dieses Balllöschen, dieses Ball wegschlagen, was bei Runjaic angeblich immer spielerisch funktionieren sollte, hinten rausspielen. Das hat halt einfach nicht geklappt mit den Spielern und das hat 5 Stück, glaube ich, ganz gut gemacht, da einfach so diese Erlaubnis einfach zu geben, ballert das Ding halt auch mal auf die Tribüne. Ist die Bewutschur wirklich ein Virtuose im Ball wegballern, wirklich ganz groß. Aber und das Zweite, was mir aus seiner Amtszeit in Erinnerung geblieben ist, ist doch so das Kontern. Ich erinnere mich an 2, 3 Konter, meistens allerdings in der Verbindung mit Jean Zimmer, was sie wirklich gut gespielt haben, teilweise dieses schnelle Überbrücken. Dafür haben sie aber Raum gebraucht und spätestens zur Rückrunde war halt den meisten Mannschaften klar, wenn wir Lautern einfach diesen Raum nicht geben, dann ja hält Markus Karl den Ball an der Mittellinie und spielt ihn halt irgendwann dann, keine Ahnung, zurück oder quer zu irgendeinem Mitspieler. Und mehr war da jetzt halt auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie diese 2 Spieler, die ihm versprochen wurden, daran noch irgendwie wirklich was ändern. Andererseits, ja, aus dem Haufen, jetzt mal so flapsig gesagt, halt auch wirklich noch was rausholen, ist schwierig. Natürlich hätte man auch mehr von ihm erwarten können, aber ich tue mich da irgendwie schwer, wie viel er da wirklich... Also was da wirklich möglich jetzt gewesen wäre, noch da irgendwie seine Handschrift zu erkennen oder wie auch immer. Ich glaube, was er wirklich sehr, sehr gut beherrscht hat, aber das wurde ihm wahrscheinlich auch zum Verhältnis, war eben dieses, zum Verhängnis, war dieses, dieser Kollektivgedanke, dieses Teambuilding. Aber das hat sich eben wahnsinnig schnell auch einfach dann abgerieben und aufgenutzt. Und was man so gehört hat, war ja wohl auch sein Standing in der Mannschaft nicht das allerbeste. Und ich glaube, dann ja, muss es auch irgendwie dann ja so einen Schritt dann geben. Trotzdem, ich glaube, er war ein guter Trainer im Nachwuchsbereich, weil da hat er sicher auch gute Arbeit geleistet, wenn er vielleicht auch nicht ganz so im Fokus steht, wobei man ihm da auch hoch anrechnen muss, er hat sich wirklich zwar schon ab und zu mal, aber eigentlich nie lautstark mal beschwert über das Umfeld und also, ich meine jetzt nicht die Fans, sondern über das, was um ihn rum passiert. Aber trotzdem glaube ich, wir hatten es gerade eben, ob das jetzt alles nur Symbolpolitik ist, ich denke schon ein Stück weit, weil einmal, wenn man einen Trainer eine Woche nach Saisonschluss entlässt und noch keinen Nachfolger in der Hinterhand hat, ist das für mich schon so eine Art Fingerzeig, so hier und hier machen wir jetzt auch nochmal einen Schnitt. Das wurde ja jetzt auch nicht sehr tiefgründig erklärt, es hieß nur, es gab eine Analyse und fertig. Deswegen würde ich jetzt einfach behaupten, ob diese Entlassung wirklich Sinn macht, wird man halt erst dann sehen, wenn ja der Nachfolger kommt und wenn es halt besser läuft, dann hat es Sinn gemacht und wenn nicht, dann halt nicht. Ist halt immer blöd zu sagen, aber ich glaube, es ist halt einfach so. Wie habt ihr das eigentlich gesehen? Ich hatte eigentlich damit so ein bisschen gerechnet, dass man ihn irgendwie versucht, nochmal im Verein unterzubringen. Wobei das natürlich schwer wurde, weil sein NLZ-Posten ja mit Manfred Paula inzwischen besetzt wurde. Und wahrscheinlich den reinen U23-Trainer wollte er jetzt auch nicht geben. Aber hättet ihr ihn eigentlich gerne noch im Verein gehabt oder seid ihr dann froh über den totalen Schnitt gewesen? Ich hätte ihn schon noch ganz gerne im Verein gehabt, weil das ist für mich erstens ist es ein sympathischer Kerl und zweitens hat er ja für den Verein auch eine gute Arbeit geleistet im NLZ. Also es ist ja nicht so, als wenn das jetzt einer gewesen wäre, den wir partout vom Hof jagen müssten. Also über den hätte ich mich schon noch gefreut, wenn er in irgendeiner Weise im Verein irgendwo noch integriert worden wäre, vielleicht als Co-Trainer vom neuen Trainer oder sowas. Aber ich hätte ihn schon noch ganz gerne im Verein gesehen. Ja, sehe ich ähnlich wie der Stefan. Also, aber ich glaube, das haben halt einfach die Umstände nicht erlaubt. Aber rein vom Theoretischen her hätte ich ihn auch noch gerne im Nachwuchs irgendwo gesehen. Nur, was du gesagt hast, halt, Paul, dass die ganzen Stellen schon belegt sind. Ja, wobei, man muss ja dazu sagen, die U23, ich weiß nicht, habt ihr da was Neues gehört? Der Trainer von Olli Schäfer läuft, der Vertrag von Olli Schäfer läuft aus. Da hieß es mal irgendwann, man überlegt das, aber da war jetzt auch irgendwie schon seit längerem nichts mehr zu hören. Ich glaube, das kann oder das hängt vielleicht auch vom neuen Cheftrainer von der Profimannschaft ab, was der halt vorhat. Ja, vielleicht gewinnt er oder hat er speziell die Philosophie und will vielleicht da jetzt irgendwen einbauen für die U23, das weiß ich jetzt nicht, aber ich sag's mal so, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber ich denke oder ich hoffe, dass gerade auf der Trainerposition bei der U23 auch noch einen Wechsel gibt. Ja, sag's ja, einfach, Flo. Also, weil es war ja mehr oder weniger während der Saison im September
aus der Not heraus geboren. Da war der Conny Fünfstück auf einmal Cheftrainer, hat mal einen gesucht für die U23. Wer soll das dann machen? So, das war dann der Uli Schäfer. Aber wenn man jetzt mal in die Bilanz reinguckt, ja, was die halt vorher gespielt haben, also ich kann mich an das Spiel, ich glaube, Patrick, da warst du auch dabei, ganz vor 2-3 Jahren gegen Groß Asbach, wo die die weggeknallt haben als Tabelleführer, also Groß Asbach, da hätten die, haben die 5-1 gewonnen, da hätten die 8-9, 10, 12-2 gewinnen können, weil die haben wirklich saugut Fußball gespielt, deswegen war ich am Anfang auch ein bisschen war ich überzeugt vom Fünfstück als Trainer, weil ich, die Spiele, die ich von der U23 gesehen habe als Trainer, wo er Trainer war, waren eigentlich alle relativ gut und da habe ich das Gefühl gehabt, okay, der hat wirklich eine Philosophie, was die Mannschaft dann machen soll. Aber darauf zurück, nach dem Trainerwechsel bei der U23, wenn man auf die Bilanz von der Mannschaft dann guckt, von der U23, haben die halt auch nicht mehr so viel gewonnen. Also ja, ich weiß auch nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, ohne Olli Schäfer zu nahe treten zu wollen. Das, also es wirkte auch nach außen so, ja, wir haben doch hier den Schäfer, Olli, was machen wir mit dem? Ach komm, gib dir mal die U23, da haben wir ja gerade noch eine Stelle 2. Genau, was machen wir jetzt mit dem? Ach komm, da haben wir sowieso niemanden, dann setzen wir den mal auf die U23, ob die jetzt 6., 9., 12. werden, ist ja egal, Hauptsache die steigen nicht ab. Also warten wir es mal ab. Ich hoffe nur, dass dort nicht das ist, was jetzt im Zuge der, also Balingen ist ja jetzt abgestiegen, weil Mannheim und Elversberg nicht aufgestiegen sind. Genau. Und auf einmal tauchte da irgendwo das Gerücht doch auf, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, Gerüchten zufolge meldet ja Lautern die U23 ab. Ja. Und das hält sich jetzt, aber ich weiß nicht, ob das immer aus dieser einen Quelle kommt, woher auch immer die ist, aber das hält sich jetzt wirklich schon seit Monaten, dieses Gerücht, dass Lautern irgendwie plant, die U23 in naher oder ferner Zukunft abzumelden. Und ich fände das einen ziemlich bescheuerten Schritt, aber man kann nur hoffen, ohne jetzt irgendjemandem was unterstellen zu wollen, dass das nicht irgendwie jetzt da noch in versteckter Planung ist oder was weiß ich, weil dann würde es natürlich auch erklären. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, vielleicht sagt auch einfach ein Fünfstück, ich war jetzt Cheftrainer in der zweiten Bundesliga, eine Dreiviertelsaison, ich habe jetzt einfach auch Bock auf größere Aufgaben, auf Cheftrainerposten. Das glaube ich auch. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er freiwillig wieder zurückgegangen wäre oder, weil es, ich weiß nicht, Co-Trainer weitergearbeitet hätte. Genau. Wenn du ja Cheftrainer warst, jetzt über ein halbes Jahr in der zweiten Liga, und wie gesagt, er hat sich ja jetzt auch nicht ganz katastrophal angestellt, dann hast du wahrscheinlich zumindest mal noch die Hoffnung, dass du nochmal irgendwo anders einen Cheftrainerposten bekommen wirst, der irgendwo höher ist als in der Regionalliga bei der zweiten Mannschaft. Also von daher hatte ich schon damit gerechnet, wenn er geschasst wird, dass er dann auch nicht mehr weitermacht hier im Verein. Ja, da gab es die Tage auch ein entsprechendes Gerücht. Irgendwie erste Liga Österreich oder so hat ein Angebot. Ja, ich finde, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das stimmt, Patrick, also jetzt für mich kann er da locker arbeiten. Also ja, da kann er Hände schütteln mit dem Franco. Franco! Der Franco ist gerüchteweise schon auf der 8 auf dem Weg nach München. Jo. Aber man weiß es ja. Man weiß es nicht das, genau. Das klingt auch wie der letzte Horrorfilm. Oliver Kreuzer, Sportdirektor. Franco Froder, Trainer. Und Ismail. Und Ismail immer mit dem Geldkoffer und steht da und sagt, Kreuzer, hier ist es, und zieht sie mal wieder weg und sagt, nein, noch nicht. Wann ist es mit der Lizenz? Ja, ich komme morgen nochmal. Tschüss. Ah, Lizenz wird eng, aber neue Stadionbau mehr. Geil. Ja, genau. Mit Löwenzoo. Ja, mit Löwenzoo, ja. Entschuldigung. Ja, ihr lacht jetzt über die, aber das ist so Paradebeispiel eigentlich, wie es halt endet, wenn man halt völlig falsch wirtschaftet, wenn man völlig falsche Vorstellungen hat, wenn man völlig falsche Visionen hat. Wenn man halt völlig abhängig ist. Wenn man dann hat, genau, dann, jetzt wollte ich gerade sagen, dann hat man halt irgendwann so einen Mann im Haus, der halt irgendwie über, was weiß ich, Facebook oder so irgendwelche Sachen raushaut, wo der Kreuzer wahrscheinlich selber noch nicht weiß und das liest und denkt, hä, was ist denn jetzt? Und dann der Kicker vor ihm irgendwas weiß und du halt völlig abhängig bist, ob du nach jeder Saison die Lizenz kriegst, weil der die 700.000 Euro oder was weiß ich, wie viel das ist, nicht streckt und sagt dann Nemo und überweist es mal oder was weiß ich. Also ne, das ist halt das absolute Negativbeispiel. Aber jetzt hier von Abhängigkeit zu sprechen, finde ich doch eine kühne Theorie. Da muss ich Gazprom mal widersprechen. Ja. Nein, okay, fangen wir jetzt nicht wieder damit an. Ja, Paul, du dafür darfst schon mal jetzt was bezahlen. Ist ja, es reicht jetzt langsam. Die Saison ist völlig ein Arsch, ey. Ja. Strich. Yes! Dann machen wir doch direkt auch einen Strich dahinter. Wir haben jetzt schon den Zeitpunkt angesprochen der Entlassung. Ich glaube, das wollen wir jetzt nicht nochmal extra thematisieren, wenn das für euch in Ordnung ist. Und dann sind wir schon so langsam am Ende angekommen. Es sei denn, irgendjemand hat von euch jetzt noch was ganz Spontanes auf dem Herzen, was er loswerden möchte. Gut, danke. Machen wir weiter. Ah, ja, doch.
Also ich habe ja heute gelesen, dass der FCK wäre wieder ganz weit vorne. Und zwar Schlagzeile: Fußballfans von KSC und FCK geraten in Streit. In Unterzahl gewonnen. Ja, in Unterzahl, ja. Stand heute, habe ich Rheinpfalz online gelesen. Jetzt die Nachricht, dass sich FCK-Fans und KSC-Fans jetzt so, sag ich mal, körperlich gestreichelt haben. Das ist jetzt für mich nicht sonderlich überraschend. Aber die Formulierung ist doch schon sehr geil und der Tathergang ist fast schon sensationell. Ich fasse mal zusammen, es war wohl so, dass bei einer Tresinefahrt irgendwo in der Nähe von Landau sind KSC-Fans und FCK-Fans getroffen und die fanden sich halt nicht so knorke. Und dann hat sich das aber relativ schnell aufgelöst, nur dummerweise mussten die alle wieder in den gleichen Bus, nur Landau. Und dort gab es wohl beim Aussteigen ein kleines Gerangel. Und es war jetzt aber auch nicht sonderlich schlimm, allerdings, ich zitiere: Ein FCK-Fan wollte seinen Kumpel zurückhalten und schlichtend eingreifen. Dazu benötigte er freie Hände und warf. Das ist so gut. Und warf deshalb seine Bierdose weg. Was? Dummerweise, ja. Das wird noch besser. Achtung. Dummerweise traf sie den Redelsführer der anderen Gruppe im Gesicht und verursachte eine Risswunde. Ein weiterer KSC-Anhänger bekam einen Ellenbogen ins Gesicht und klagte über eine dicke Lippe. Also es war rein zufällig, ja. Und da kannst du ja nicht mit rechnen, also. Ja. Die sind wahrscheinlich so aus der Hand geflutscht einfach. Ja, stell dir mal vor, ey, dem fliegt die Dose ever so ins Gesicht, weil er braucht halt beide Hände, ist ja klar. Und Bilanz der Streiterei 2-0 für den FCK. Also kann man mal applaudieren, oder? Also, ja. Aber falls jemand Hinweise hat, gerne an Takonien auf Twitter oder an eines der Aufnahmestudios. Aber sag mal, das waren nicht die zwei bekannten Redakteure, die sowas schreiben, oder? Weil das steht da ein Kürzel drunter? Gibt es bei der Rheinpfalz bekannte Redakteure? Ja. Ja. Nein. Die die Straßenhändler verteufeln doch, für ihre doch, Hassbotschaften. Die heißen, Matthias, die bekannten Redakteure heißen DPA, SID. die schreiben aber für total viele Zeitungen, habe ich neulich gesehen. Keine Ahnung, wer das sein könnte, aber die schreiben relativ gute Sache, ja, so sachlich und sowas und faktisch schreiben die eigentlich echt gute Sache, ja. Schreiben die auch über den FCK, da der SID? Ja, aber nicht in der Rheinpfalz, also die DPA oder die SID, die schreiben halt mal Kurzberichte im Internet oder so, oder für, keine Ahnung, die TZ in München oder so, so Kurzmeldungen halt vom Montag später. Aber für den FCK haben sie dann richtige Experten bei der Rheinpfalz. Ne? Ja, genau. Ganz nah. Ja, natürlich, das ist die regionale Zeitung hier im Umkreis, da kannst du nicht irgendwelche Agenturtexte nehmen, ich bitte, ich komme. Ja. Gut, machen wir weiter, kommen wir zum Abschluss dieser Folge, wir sind auch schon sehr lang dabei. Und natürlich wie üblich zuerst der Blick auf das Tippspiel und da übergebe ich an den Mich, den Flo. An den Mich. An den Mich. Ja. Ja, okay. Ja, also wir haben über den Tobi gelacht mit seinen 21 Punkten aus den letzten 7 Spielen. Aber mit 4, also da wir 14 gemacht haben, ist ja am nächsten dran. Also, okay, ich will es mal so sagen, ich habe 7, also theoretisch. Aber der Tobi ist am nächsten dran, weil es sind ja mehr, als ich getippt habe. Ja. aber trotzdem hat dann jeder alles falsch, wenn ich es richtig überblicke. Deswegen zahlt jeder, Patrick, jeder zahlt einen Euro. Das sind 6, ja, ne? Genau. Und das nächste Tippspiel dann halt bei der ersten Folge zur neuen Saison. Ja, danke Flo. Dann übergebe ich an den Patrick für eben die Betzewutz. Jetzt wird's gut. Jetzt wird's richtig gut, ja. Ja, Paul, in der Rückrunde hat uns die erfreuliche Nachricht erreicht, dass es Toms in Bellheim auch für unsere Woods Geld sammelt. Und zwar muss dort jeder Geld bezahlen, wenn er dumm babbelt. Und da kamen sensationelle 175 Euro zusammen. Vielen Dank an euch. Kann man mal klatschen, wirklich. Warte mal, man muss zahlen, wenn man dumm babbelt, dann dürfen wir da nie eine Folge aufnehmen. Genau, also wir haben da Hausverbot. Dazu kommen die 6 Euro vom heutigen Tippspiel und jeweils 1 Euro von Stefan, Matthias und dir, Paul. Somit steht die Betzewutz bei 417 Euro. Was Respekt. Wirklich Respekt. Also es ist wieder ein neuer Rekord nach letzter Saison. Das war auch schon ein Rekord.
was wir letztendlich mit dem Geld machen, haben wir noch nicht endgültig entschieden und das werden wir euch demnächst dann mitteilen über unseren bekannten Kanäle. Zurück zu dir, Paul. Danke, Patrick, und auch danke nochmal an alle, die da im Laufe dieser Saison eingezahlt haben, ob freiwillig oder unfreiwillig. Ist auf jeden Fall eine Riesensache. Man hat auch bei uns in den letzten Tagen, ich weiß es nicht genau, ob es vor einer Woche war, übrigens auch mal gesehen, über Twitter und Facebook haben wir das verbreitet, was auch mit diesem Geld passiert. Schaut da mal vorbei, also jetzt nicht mit dem Geld aus der jetzigen WUTZ, sondern aus dem Geld der letztjährigen WUTZ. Das freut uns natürlich immer, wenn das Geld dann auch Verwendung findet und deswegen starke Sache auf jeden Fall. Darf ich vielleicht gerade noch kurz was sagen, Paul, was mir gerade einfällt? Spreche vielleicht auch im Namen vom Tobi und dem Patrick und natürlich auch in deinem, Dan ist sein Name. Also gerade jetzt, wo wir die zwei Tage in St. Pauli waren, kann der Tobi vielleicht bestätigen, haben sehr viele Leute positiv auf den Podcast reagiert. Natürlich, muss ich dazu sagen, war bestimmt Alkohol im Spiel, ja. natürlich muss ich, gerade weil das jetzt die letzte Folge von der Saison ist, würde ich vielleicht mal stellvertretend für uns alle herzlichen Dank sagen für das viele Lob, das wir im Stadion erhalten, in Kneipen, außenrum im Stadion, wenn wir abends irgendwo weg sind, keine Ahnung, wir werden immer wieder angesprochen auf dem Podcast und erhalten überwiegend Lob und macht weiter so. Vielen Dank an alle Gäste, die wir diese Saison hatten. Es macht immer wieder Spaß an euer Feedback. Über euer Feedback freuen wir uns immer, auch wenn es jetzt vielleicht zur letzten Folge, habt ihr ja gemerkt, jetzt gab es keine Sprachnachrichten, jetzt nicht so prickelnd war, aber allgemein die ganze Saison. Recht herzlichen Dank, spreche ich Ihnen natürlich im Namen von uns allen. Das wollte ich auch mal loswerden. Und jetzt so eine Musik wie bei der Oscar-Verleihung. Ja. Die Regie. Paul, ich wusste gar nicht, dass du so musikalisch bist. Oh, ich hab ein Organ hier, da wärt ihr neidisch drauf. Okay. Ja, bleibt mir nur zu sagen, wir melden uns zur neuen Saison ja wieder. Ein Termin ist da noch nicht genau terminiert, noch nicht genau gefunden. Das werden wir euch natürlich dann noch mitteilen. Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie die Europameisterschaft läuft und ob wir alle noch beim Autokorso beschäftigt sind. Oder wenn dann Otto Rehhagel unterschrieben hat, dann werden wir vielleicht auch einfach eine Folge vorziehen. Müssen wir nochmal schauen. Wir haben gerade eben schon unsere Social-Media-Kanäle angesprochen. Facebook, Twitter, was haben wir denn noch? YouTube. Da könnt ihr uns natürlich jederzeit drüber erreichen, natürlich auch über unsere Homepage betzegebubble.de. Ihr könnt uns jederzeit eine Nachricht schicken. Dort findet ihr zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, an die ihr schreiben könnt. Ihr könnt uns auf Twitter anschreiben, natürlich auch uns persönlich, darüber freuen wir uns auch immer sehr. Ihr könnt uns im Forum von der Betzebrennt eine Nachricht hinterlassen. Ihr könnt uns Kommentare auf der Website hinterlassen. Und natürlich, was uns besonders freut, ihr könnt bei iTunes auch eine Rezension zu diesem Podcast hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich immer ganz besonders drüber. Sind wir soweit eigentlich schon am Ende, würde ich sagen? Ja, fast. Wir haben des Öfteren schon über das Trikot gesprochen. Es war immer, also in den letzten 2 Jahren war das Trikot ja schon so ein Stück weit ja, wie soll man sagen? Polarisierend. Ja, gewöhnungsbedürftig. Genau, ja. Provokant. Genau. Ekelhaft. Orange. danke. Ja, es begann ja mit der Rockabilly-Kampagne, mit diesem rot-orangenen Verlauf im Trikot. Letztes Jahr Racing. Habt ihr das neue Trikot schon gesehen? Wie findet ihr das? Ja, also ich finde es im Vergleich zu den vorherigen Jahren sowieso gut, aber also mir gefällt es auch so. Erschreckend auch schwachsinnig. Erschreckend wenig schwachsinnig, so, sondern erschreckend. Oh. Erschreckend wenig schwachsinnig. Ja, erschreckend schlicht, muss man schon sagen. Also, mir ist hier mittlerweile vom FCK einiges gewohnt. Also, ich finde es okay, ne? Ja. Gibt hier wenig zu meckere. Ich finde, die Vereinsfarbe sind drin, oder? Ja. Wie sieht's aus? Halt der Hauptsponsor. Jo. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass man halt im FCK-Fanshop da irgendwie das Trikot, also im Internet nur vorbestellen kann, lieferbar Ende Juni, während es im Fanshop hängt und meines Wissens sogar schon in diverse Sportgeschäfte rumhängt. Das ist halt einmal so ein bisschen merkwürdig beim FCK, aber gut. Ja, ich würd mal kaufen, würde da mal im Sommer damit rumfahren. Rumfahre. Also kann man doch jetzt quasi sagen, dass man hier mit offiziell die FCK-Kampagne 2015-16 Racing, Paul,
Damit die roten Teufel wieder Gas geben. Bestes also, Satz der Welt. Also kann man das nur mit eigentlich beenden, oder? Ja. Gott sei Dank. Ja. Und irgendwie, hören ihr das A im Hintergrund? So schon ganz leise, so ein Abgesang. Ja. Hören ihr das A? Bis hier rüber nach Franken höre ich das. Alter. Modo abgestellt. Alter, jetzt lassen sie sogar schon zweitklassige Rennfahrer und Indianer in den Podcast. Das ist unfassbar, ja, das gibt's nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte eine kleine Träne im Auge. Es ist echt das. Hier geht eine Ära gerade zu Ende. Das war Betze Gebabbel, der Podcast. Ja. Ich bin also, mir läuft schon die Backe runter und ich würde einfach sagen, damit es jetzt nicht noch weiter peinlich wird, macht's gut, das war's von uns. Bleibt uns treu. Habt viel Spaß bei der Europameisterschaft, vielleicht aber auch bei Olympia. Und wir hören uns dann wieder zur neuen Saison. Macht's gut, ciao. Tschüss, macht's ciao. Gut. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Also, Tobi, wie lange hast du daran gesetzt?